ich Ihnen mal was kommentieren darf. Jetzt haben wir nämlich unseren Sportreferenten im Hubschrauber fliegen. Jetzt kann er uns mal zeigen, dass er nicht nur gut reden kann, sondern dass er auch fliegen kann. Und ich versichere Ihnen, er kann fliegen. Er hat es schon mehrfach unter Beweis gestellt. Er hat immer wieder mit an dieser Veranstaltung teilgenommen. Hat natürlich immer die anderen vorausgelassen, vorangelassen, weil wir als Referenten ziehen uns da doch schon immer ein bisschen durch, als wir von bald her. Und der Zeitschrift sind wir 105. CG, was ist auch immer heißt. Das ist jemand, ich weiß es nicht. Also, Matthias 105 mit einem bisschen die Zukunft, die Elektrik, ist eingezogen in unsere Modelle. Zumal, dass es hier, ja, die Putzerei fällt dann flach, das ist das eine. Und das andere gibt es heute so leistungsstarke Akkus und leistungsstarke Motoren, also eigentlich schon gar nicht mehr, sondern die Elektroantriebe haben unheimlich nachgezogen. Und auch in der Jetfliegerei, muss ich sagen, die Impeller, Elektroimpeller leisten schon unwahrscheinlich große Dinge. Und vor allem ist eines, es ist eine leisere Geschichte als die andere. Was heißt schon leise? Leute, das ist Sound, das ist Musik, das ist eine Symphonie für uns, wenn da ein bisschen Sound kommt. Und hier im Elektrofliegerei ist es halt so, dass es ein bisschen leiser ist, wobei dass es natürlich auch Flugplätze gibt, nicht so den Vorteil haben wie wir, dass wir hier sehr vieles frei sind oder natürlich Beschränkungen, die dann schon ja, was ausmachen. Insofern, dass wir hier dann schon mal Dinge fliegen können, die man bei vielen Plätzen einfach nicht mehr da hat, das sind Lautstärke. Dann ist natürlich so ein Elektroantrieb eine feine Sache. Und andererseits muss man sagen, das ist so ein richtig schönes Kofferraummodell. Ne? Kofferraum auf. Kiste rein, Deckel zu, das geht fast in jedes Fahrzeug rein, da braucht man nicht unbedingt einen Transporter oder einen Bus oder einen LKW, was weiß ich was. Ja, sondern hier ein Akku dazu, der wird kurz geladen, der wird eingesteckt und losgeladen. Also wir sehen, Matthias kann nicht nur kommentieren, er kann auch fliegen. Es ist eine kleinere Klasse, Maßstab weiß ich jetzt nicht unbedingt. Matthias? Maßstab, keine Ahnung, also es geht auch. Könnte von mir sein, gell? Also, okay, es ist auf jeden Fall die 500er Klasse. Ja, viele Hubschrauber fliegen ja insofern, dass sie mehr schweben als fliegen, aber wir sehen, fliegen ist auch eine Sache, die natürlich die Jungs hier alle können und Matthias kann das auch, weil es ist schon eine größere Sache, wenn der Hubschrauber einen sozusagen anguckt, wenn er hier im Face zuschaut, dann geht natürlich alles ein bisschen andersrum, ne? Links ist rechts und rechts ist links. Stellen Sie mal vor, Sie würden im Auto hier Ihr Lenkrad verkehrt rummachen, ja? Also wenn Sie nach links lenken, geht es nach rechts. Ich garantiere Ihnen, Sie würden noch keine 500 Meter fahren, dann würden Sie irgendwo im Graben liegen. Und das ist natürlich so. Beim Anfänger ist es natürlich immer schwierig, weil der Anfänger muss denken und muss das, was er tut, umsetzen und dann rumdrehen. Ja, also das ist dann schwierig. Aber so ein erfahrener Pilot, alle erfahrenen Piloten, die wir hier haben, die denken nicht mehr beim Lenken, also beim Steuern, sondern die reagieren einfach, weil das einfach so drin ist. Zum Schrauber oder überhaupt den eigenen Modellpiloten aus, dass er in so einem Fall dann nicht überlegen muss ich jetzt links oder muss ich rechts oder wie auch immer. Und beim Hubschrauber kommt dann noch eins dazu, der geht dann nicht nur nach vorwärts, der geht auch nach rückwärts. Und das wird dann schon nicht ganz unfällig. Also die Hubschrauberfliege ist schon anspruchsvoll, muss man dazu sagen. Es ist also schon mit einer Königsklasse nach dem Jetfliegen natürlich nicht so hoch. Ja, aber es ist schon eine anspruchsvolle Sache. Es ist schon, wer sowas so beherrscht, das ist dann schon eine Königsklasse. Und schon ein richtiges Feld. Muss man einfach so eingestehen. So, jetzt geht er praktisch noch rückwärts weg und dreht sich dabei in die eigene Achse. Jetzt zeigt er uns auch bestimmt mal einen Pitstop.
Ja? Dann Matthias. Matthias, ein Pitstop. Geht es? So, jetzt geht er nach oben, nimmt die Nase runter, kommt runter auf den Boden und bremst den. Ja, beim Pitstop wird er denn jetzt praktisch die Nase hoch. Wir sehen auch an der Akkuleistung, ist heutzutage so, schon so groß, dass Modelle also auch in dieser Größe her mit entsprechenden Akkuleistungen von 60 bis 8 Minuten fliegen können. Das war jetzt zum Beispiel sowas, das Abbremsen, wenn man nach vorne runterfliegt, ja, und dann praktisch kurz vom Boden die Nase hochnimmt. Wenn man praktisch mit dem Abwind des Rotors dann abbremst, dann kann man dann noch stoppen. Also wenn er dann aufhört, dann bitte ich Sie natürlich anständig zu klatschen, weil ihm was nicht besser steht. Wenn man so beleidigt ist, wollen wir natürlich nicht. Ne? Und einen schönen Applaus. Ne? Dankeschön. Matthias, das hast du gut gemacht. Du darfst weiter kommentieren. Die nächste Ansage, der Bernd Becker mit der News 500, ja, wer der nächste dann, ihr habt ihr umgestellt, habt ihr nachgerutscht, gut, also Bernd Becker mit der News 500D.